In Washington trainiert Arnold Schwarzenegger für den konditionsraubenden Premierenrummel rund um Pumping Iron. Der Film Pumping Iron wurde von amerikanischen Kritikern als erstaunlich ernstzunehmende, spannende und distanzierte Beschreibung des Bodybuilding gelobt. In einem Hörfunkinterview sagt Schwarzenegger: Der Film ist nach dem Buch Pumping Iron gedreht worden. Von diesem Buch wurden in Amerika 160.000 Stück verkauft. Es war ein echter Bestseller. Und der Film handelt von den besten Bodybuildern der Welt, die sich auf die Weltmeisterschaft, auf die Wahl des Mr. Olympia vorbereiten. Ein Bodybuilder ist ein Sportler. Für ihn ist nicht das Wichtigste, dass er das meiste Gewicht hebt oder dass er am schnellsten läuft oder solche Sportarten, sondern für ihn ist das Wichtigste, dass er den perfektesten Körper hat. Das heißt, er muss Symmetrie haben, er muss eine sehr gut entwickelte Figur haben. Sehr viele Leute glauben, dass Bodybuilder die riesigsten Muskeln haben müssen. Das stimmt aber nicht. Riesige Muskelmasse ist nicht das Wichtigste. Es ist wohl ein Teil, um Mr. Universum zu werden, aber es ist nicht das Wichtigste. Mehr wichtig ist, dass alle Muskeln richtig balanciert sind, dass man nicht zu große Oberarme hat und zu kleine Waden und so weiter, dass alles zusammenpasst und harmoniert. Und jetzt machen wir zum Beispiel eine Latissimus-Übung, 20 Wiederholungen mit ungefähr 300 Pfund. Und das ungefähr eine halbe Stunde täglich. Der Rücken ist einer der wichtigsten Muskeln. Der kann ihn zum Verlieren bringen oder zum Gewinnen. Einer der wichtigen Körperteile für einen Bodybuilder ist der Brustkasten. Und eine der besten Übungen für das ist die Übung, die ich nenne Folterübung. Ich habe ungefähr 200 Kilo hinten oben auf der Maschine und ich mache ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen. Das hier ist jetzt eine meiner Lieblingsübungen. Man nennt die Rudern in vorbeugender Position und ist auch wieder vom Rücken. Wir haben hier 150 Kilogramm ungefähr. Das ist eine gute Übung. Sehr viele Leute sind natürlich der Meinung, dass wenn man sehr viel trainiert mit Gewichte und so, wenn man sehr viel Muskeln zunimmt und so weiter, dass man beim Hirn nachlässt oder abnimmt und dass dass das Sex-Drive, also das sexuelle Leben natürlich wieder abnimmt und so weiter, was natürlich ein totaler Schmarrn ist. Ich habe das bis jetzt überhaupt noch nie gespürt. Ich habe bis jetzt nicht mehr aktives sexuelles Leben geführt. Und ich habe 10 Freundinnen in jeder Stadt und keine beschwert sich. Und mein Hirn natürlich kann ich mich auch nicht beschweren, weil ich in letzter Zeit wirklich sehr erfolgreich war. Habe in der Universität mein Degree in Business Administration, also in International Marketing und so weiter bekommen und habe sehr viel Geld gemacht und bin sehr erfolgreich und also ich glaube kaum, dass die Stereotype Image über das Hirn nachlassen und so weiter bei Muskelmännern stimmt. Janet, hi, listen, what are you doing this afternoon? Now my mother is sitting right here, she didn't go back home. Come over to my house, my mother makes some good Apfelstrudel. No, Apfelstrudel habe ich keinen. Cookies. Oh, okay, you just hear it. Cheers. No Apfelstrudel. Just cookies and some coffee. Du kannst sehen, Janet. Ja, keinen, du das schau, aber die vielen Namen mag ich mir nicht merken. Say hello. Hallo, hi, hi. Okay. We'll be right back.
Carbin über Arnold? Arnold ist ein schöner und außergewöhnlicher Mann. Er hat die Fähigkeit zu geben. Und ich mag seinen jungenhaften Charme und seine Naivität. Was soll ich sonst noch sagen? Er ist einfach schön, innen und außen. Gut. Also deswegen habe ich eine für den Strand ein Mädchen, zum Laufen ein bisschen und dann eine für den Nachmittag und eine für den Abend. So gehört es sich. Jede hat ihren eigenen Job zu tun. Sehr wichtig. Sehr viele Mädchen haben die gute körperliche Entwicklung sehr gerne. Und ich glaube, aber wenn es zu massig und wenn ein Bodybuilder zu riesig ist und wenn die Adern rauskommen und wenn man einem Mädchen die Bilder zeigt von einem Muskelmann, der was angespannte Arme hat oder bei einer Meisterschaft ist mit Öl und so weiter, das kann irgendwie ein Mädchen schockieren am Anfang, weil sie glaubt natürlich dann, dass der Körper immer so ausschaut, was natürlich nicht richtig ist, weil der Körper schaut nur bei einer Meisterschaft so aus und dann, wenn man dann so einen Bodybuilder am Strand sieht, in einer normalen entspannten Pose oder so am Strand liegen sieht, dann sagen die Mädchen natürlich wieder, oh, das schaut wirklich nicht so schockierend aus, wie man gedacht hat, das schaut klasse aus. Also ich finde das wirklich sexy. Und das ist natürlich, was wir alle haben wollen. Sexy. Schwarzenegger, der seit 9 Jahren in den USA lebt, besitzt 3 Apartmenthäuser in Santa Monica und macht mit seinem Namen bestbezahlte Werbung für Proteine und Vitamine. Sein Vermögen hat der mehrfache Millionär in Grundstücken und Aktien angelegt. Die Mutter hat er zu einem Champagnerfrühstück eingeladen. Also, die Reise war wieder sehr erfolgreich, muss ich sagen. Er hat schon als kleines Kind hatte schon die Fotos vom Stiefriefen von dir alle bei seinem Bett aufgehängt gehabt und ich habe geschimpft. Ich habe gesagt, du Laus, zuerst lerne mal was. Und er hat aber nicht aufgegeben. Stolz bin ich auf ihn. Übrigens, die Chuck Jonasas habe ich wieder gesehen und die hast du schon gewesen. Mein Dankeschön, das ist eh so ein Klasse, Herr. Weil das ist ja immer in die Zeitung und alles verfolgt. Ich hätte mir das nicht reinlassen, dass ich das noch mit dir zusammenkomme. Ich habe gesagt, du hast von ihr. Du hast mit dir geredet über Eierspeis machen. Was war denn das wieder? Ich will Eierspeis machen nicht, aber ich bin Nussknudel. Mein Sohn ist sehr, sehr gut zu mir. Er sagt, Mutti, dir soll es wie einer Königin gehen. Und für dich fängt erst jetzt das Leben an, denn du hast nie etwas Gutes gehabt. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Champagne. Sir, could we have a little bit more Champagne? Natürlich der letzte Film jetzt, was ich gemacht habe, das Pumping Iron, war natürlich der erfolgreichste Film, weil ich nicht nur eine Gage oder gewissen Gehalt bekommen habe, sondern ich habe auch eine prozentuelle Beteiligung, die was 5% von den Gesamteinnahmen ist. Und der Film hat natürlich jetzt sehr, sehr viel Geld schon gemacht in New York, in Washington, in Boston und so weiter, weil es ist ein sehr erfolgreicher Film. Und ich glaube, wenn der Film, also man kann das jetzt schon sehen, dass der Film ungefähr 10 Millionen Dollar im einnehmen wird, allein in Amerika. Und 5% davon sind natürlich 500.000 Dollar, was natürlich nie wehtun kann. Die letzte Übung ist meine Lieblingsübung. Draußen. Beste Übung, was es gibt.